Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum direkt bei uns im Studio in Götzis am Gallmarkt. Heute mit einem Thema, das für alle Zuseher sicherlich sehr interessant sein wird. Und zwar geht es um Betreuung, und zwar um 24-Stunden-Betreuung. Ein Thema, das nicht nur bei den Landtagswahlen diskutiert wurde und vieles mehr, sondern etwas, das wirklich jeden interessiert. Ich begrüße herzlich zwei Profis bei uns zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Bob und Corinna de Vries. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir haben uns entschieden, dass wir dieses Interview oder diesen Talk per Du machen, denn es ist in Holland so üblich, dass man per Du ist. Und nachdem du, Bob, ein Holländer bist, haben wir uns darauf entschieden. Ja. Genau. Warum ist es eigentlich so? Ihr seid ja mit euren Partnern, Kunden und so weiter auch alles per Du. Ja, das ergibt sich automatisch. Also ich möchte immer eine entspannte Atmosphäre. Und das geht einfach leichter, wenn man per Du ist. Es ist sicher eine Vertrauenssache, aber es funktioniert eigentlich überall gut. Kann man sagen, Betreuung ist grundsätzlich eine Vertrauenssache? Ja absolut. Da kommen fremde Personen im Haus, da kommt jemand und bietet etwas an. Wenn das nicht Hand und Fuß hat und wenn es nicht deutlich durchsichtig ist, dann funktioniert das nicht. Es muss alles transparent sein. Ihr macht ja 24 Stunden Betreuungsmanagement, wenn man das so bezeichnen will. Der Name eures Unternehmens ist Fair Betreut. Eigentlich steckt im Namen schon alles drin. Genau. Das haben wir bewusst gemacht natürlich. Unser Name war früher Quality Pflegebetreuung und das war ein zu langer Begriff. Und für uns ist die Fairheit, die Sicherheit, die wir unseren Kunden bieten wollen, so ein wichtiger Punkt, dass dieser Name eigentlich das aussagt, was wir machen. Jetzt wissen wir, dass der Name ist Fair Betreut, da steckt schon sehr viel dahinter, aber was muss man sich vorstellen, was macht Fair Betreut? Fair Betreut vermittelt Pflegekräfte an hilfsbedürftige Personen, an kranke Personen, Personen, die einen Unfall gehabt haben. Und damit können wir dafür sorgen, dass diese Personen in ihrer vertrauten Umgebung weiter wohnen und leben können. Handelt es sich hier mehrfach um ältere Menschen? In der Hauptsache schon, ja. Aber nicht generell. Ich meine, wir haben Kinder, wir haben jüngere Leute, die einen Unfall gehabt haben oder einfach gehandicapt sind, die das Leben nicht alleine bewältigen können. Die betreuen wir genauso. Okay. Ein wirklich hochinteressantes Thema, für wen das alles interessant ist oder sein kann. Wo kann man sich da informieren? Ja, informieren kann man sich bei uns über die Homepage. Und der einfache Weg ist natürlich ein Anruf bei uns. Dann können wir etwas Information geben. Und was wir anbieten, ist ein persönliches Gespräch. Ein persönliches Gespräch vor Ort bei der Kunde, wo wir alle Fragen beantworten können, wo wir uns ein Bild machen können von der häuslichen Situation, wo wir dann einen Tagessatz für die Pflegekräfte festlegen können und dann auch eine Kostenaufstellung präsentieren können. Hinweisen auf Unterstützungsmöglichkeiten. Das erfolgt in dieses kostenlose und freibleibende Gespräch. Jetzt gibt es vermutlich noch andere Unternehmen, die solche Geschichten anbieten. Aber Corinna, was unterscheidet jetzt euch von anderen ähnlichen Unternehmen? Also ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich, wir sind ein sehr eingespieltes Team. Wir machen das ja seit 10 Jahren schon mittlerweile. Und seit 3 Jahren ist jetzt auch noch der Peppino mit dabei. Das ist natürlich immer ein totaler Effekt, wenn wir zu jeder Familie kommen, von dem her. Also bei uns ist es so, die Familien und die Kunden, die kennen uns persönlich, die haben auch ein Gesicht dazu. Also es ist nicht immer nur ein Telefonat und so weiter. Also wir stehen wirklich immer auch mit unserem Gesicht beim Kunden. Jetzt muss ich mich entschuldigen, dass ich den Peppino nicht separat begrüßt habe. Kein Problem. Aber er hat kein Ansteckmikrofon. Aber nein. Er wird auch nicht wirklich viel mitreden. Nein. Aber macht ein Hund wirklich, wenn man irgendwo hinkommt, gleich ein anderes Klima? Ja, es lockert die ganze Situation auf. Die Älteren, vor allem die älteren Leute, die gehen gleich hin oder wollen ihn streicheln und die fühlen sich dann gleich wohler. Weil für ältere Menschen ist das natürlich ein neuer Einschnitt. Da kommt eine fremde Person ins Haus.
Was will die da? Warum ist die da? Und mit dem Hund, also mit dem Pepino, wird das gleich das Ganze ein bisschen aufgelockert und das Gespräch läuft schon ganz anders ab. Also das ist wirklich eine Tatsache. Und Angst muss niemand haben vom Pepino. Angst muss vom Pepino niemand haben, nein. Also, gell? Also ich habe oftmals Angst vor Hunden, aber in diesem Fall auch nicht. Ja, wenn denn er sitzt da oder wie jetzt, er springt also ein bisschen herum, er geht einfach, genau, es ist ganz ruhig. Wenn Leute es nicht unbedingt mögen, haben wir eine Tasche, dann ist er da drinnen, okay, und ist auch wieder weg. Also das ist kein Problem. Jetzt werden wir mit Ländle TV Österreich weiter über die größten österreichischen Netze ausgespielt, dann über H1 und Magenta und vieles mehr, auch über Satellit. Das wird jetzt vielleicht ein Thema sein, das für die österreichischen Zuseher interessant sein wird. In welchen Bundesländern seid ihr unterwegs? Also wir sind in Vorarlberg und Tirol unterwegs, weil bei uns ist einfach der persönliche Kontakt wichtig. Also wir wollen mit dem Kunden, mit den zu Betreuenden, wollen wir einen persönlichen Kontakt. Die müssen wissen, mit wem haben sie es zu tun, die müssen ein Gesicht haben. Und wie gesagt, nicht nur ein Telefonat, also das gibt natürlich auch Vertrauen. Weil die Vermittlung oder die Betreuung, das ist eine Vertrauenssache. Und wenn sie uns kennen, das hilft natürlich schon dem Ganzen, das okay zu geben. Weil viele ältere Menschen haben natürlich Angst. Was passiert jetzt? Kommt in Zukunft wildfremde Personen in mein Haus? Und da haben sie dann schon Sicherheit, wenn sie jemanden kennen, wo sie wissen, die kümmern sich um die ganze Sache. Jetzt ist ja die Situation, das darf man sagen, ihr seid verheiratet, ja, wie aus dem Namen unschwer zu erkennen ist. Stell mir das nicht immer ganz einfach vor. Ja, über die Jahre haben wir eigentlich uns sehr gut eingespielt, das Team. Also jeder hat eigentlich mehr oder weniger seine Bereiche. Manche Bereiche erfüllen wir auch doppelt oder gemeinsam. Aber das ist eigentlich sehr gut aufgeteilt. Also von da haben wir eigentlich absolut keine Probleme miteinander. Das läuft reibungslos. Und nach welchen Kriterien oder wer von euch beiden entscheidet sich für welche Betreuerin? Weil ihr könnt ja selber nicht 24 Stunden Betreuung machen, sondern ihr habt ja viele Betreuerinnen. Mhm. Wie geht da die Auswahl vor sich und wer entscheidet am Schluss, wer für fair betreut die Richtigen sind? Also bei uns ist einmal ganz ein wichtiger Punkt die deutsche Sprache. Also ohne die ausreichenden Sprachkenntnisse vermitteln mir keine Person an Hilfsbedürftige. Weil das funktioniert natürlich nicht, weil ältere Leute, die müssen sich natürlich verständigen können. Und darum ist bei uns, also der Grundvoraussatz ist, also die Voraussetzung ist, dass die deutsche Sprache auf einem hohen Niveau ist. Also man muss telefonieren können, die Pflegerin muss zum Arzt gehen können und so weiter. Und auch im ganzen Tagesablauf, die älteren Leute wollen sich unterhalten. Und das geht natürlich nur, wenn ein gewisses Sprachniveau vorhanden ist. Also das ist ein Thema ist, das ist ja eine absolute Zukunftsperspektive, euer Beruf, was ihr hier macht, dieses Management, der Betreuung. Ja. Also die Menschen werden Gott sei Dank immer älter. Ja. Und ja, das heißt ja nicht, dass man, wenn man älter wird, dann gesünder ist. Das also stimmt, ja. Eine absolute Zukunftsbranche, wenn man auf das so sagen Fall, darf. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist für jeden das Schönste, wenn er den Lebensabend oder alles in seiner gewohnten Umgebung verbringen kann. Also nicht, wenn er denn irgendwo in ein Altersheim abgeschoben wird oder was auch immer. Weil es ist natürlich noch ein Stück Lebensqualität, was er natürlich bis zum Schluss haben soll. Also das ist uns so ganz wichtig. Was sind so für dich, Bob, so die größten Herausforderungen, was die Pflegerinnen leisten müssen? Es ist sowohl körperliche Arbeit, wenn ein Patient gewichtiger ist oder bettlägerig ist, wo man einen Hebelift braucht, wo die Pflegerin dann richtig mit Technik und Kraft diese Person mobilisieren muss und die Körperpflege machen muss, aber auch in psychischer Hinsicht. Wenn man denkt an demente Personen, die nicht mehr realisieren, was sie genau tun und unruhig sind, das ist für eine Pflegekraft natürlich eine enorme Belastung. Weil die Person möchte rausgehen, wenn er noch mobil ist. Und er kann alleine nicht rausgehen, weil er findet nicht mehr zurück. Das sind Situationen, wo die Pflegekräfte natürlich psychisch sehr belastet sind. Das kann ich mir wirklich so vorstellen. Wie wird eigentlich von FAIR betreut, das Personal dann betreut? Ich nehme an, die psychische Belastung ist ja enorm. Ja. Bekommen Sie dann auch Betreuung durch euch? Hilfestellungen oder ja, irgendwelche natürlich psychologische so, Unterstützung. Sobald also die Pflegesituation extremer wird und auch viele Nachteinsätze sind und so weiter und
die Pflegekraft nicht zum Schlafen kommt, dann wenden sie sich natürlich schon an uns und dann reden wir natürlich auch mit der Familie, damit wir das Ganze organisieren, dass sie mehr Freizeit kriegen oder mehr Zeit zum Schlafen, indem die Familienangehörigen entweder selber einspringen, ein paar Stunden, oder mit anderen Hilfsdiensten, dass sie auch die Zeit ein bisschen abdecken können, dass wirklich die Pflegekräfte wieder zur Ruhe kommen. Mhm. Weil es gibt natürlich auch manche zu Betreuenden, die stehen 3-4 Mal in der Nacht auf. Und wenn die Pflegekraft noch nicht zum Schlafen kommt, kann sie natürlich auch am Tag keine Leistung bringen. Ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat Anfang und die Kinder schlafen nicht. Dann kann Schlafen ein unglaubliches Bedürfnis sein. Genau. Also das größte Gut mitunter. Ich nehme an, es gibt tragische Geschichten, es gibt vielleicht auch lustige Geschichten, es gibt Geschichten, die in Erinnerung bleiben. Bob, gibt es für dich eine Sache, die dir in Erinnerung bleibt während eurer Tätigkeit? Ja, ich habe gerade letzte Woche eigentlich von mir eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich habe eine Pflegerin besucht. Wir haben natürlich durchgehend Kontakt mit unseren Pflegerinnen und wollen auch wissen, wie geht es denen, ist die Situation noch immer gleich? Und die habe ich am späteren Nachmittag erst besucht. Jetzt wollte ich nicht unbedingt stören, vor dem Abendessen ins Haus gehen. Also ich habe kurz mit der Pflegerin an der Tür geredet. Und da ist das Wort Pflegerin gefallen. Und dann höre ich auf einmal von drinnen, wohlgemerkt, das ist ein demente Kunde, eine demente zu betreuende Person, ganz lieb. Aber man merkt, das funktioniert eigentlich nicht mehr so. Mhm. Jetzt höre ich von drinnen, bist du das, Bob? Dann ich, wie kann diese Frau sich an meinen Namen erinnern? Weil wir wechseln uns immer ab mit den Nachtbesuchen. Und ich war da jetzt ein paar Monate nicht mehr. Und dann ruft sie, kriege ich eine neue Pflegerin? Dann bin ich natürlich reingegangen und habe gesagt, nein, alles gut, deine Pflegerinnen bleiben. Und dann fragt sie, wie geht es der Corinna? Und da war ich so erstaunt, wo man denkt, eine Person hat Demenz und reagiert nicht auf alle Situationen, aber das ist geblieben. Das wäre ein abendfüllendes Thema für uns. Ja. Also Demenz sowieso und solche Erlebnisse, glaube ich, machen einem dann auch wirklich Freude für den Beruf. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, wie kommt man jetzt zu Fernbetreut? Also nochmal, wenn ich jetzt jemand zur Pflege brauche, dann melde ich mich einfach bei. Oder nochmal, vielleicht kann man das noch kurz erklären, wie das funktioniert. Wie kommen Pflegerinnen zu euch? Wie kommen Menschen, die betreut werden müssen, zu euch? Wie funktioniert das? Also bei uns ist immer so, wir kriegen meistens einen Anruf von jemandem, der eben Hilfe bedarf. Dann machen wir ein kurzes Gespräch am Telefon, um ein paar Basisinformationen zu erfahren. Was wir nachher immer anbieten, ist ein kostenloses Informationsgespräch vor Ort, also da, wo der zu Betreuende wohnt, weil wir wollen natürlich auch die häusliche Umgebung anschauen. Einerseits ist es natürlich, damit wir nachher den ganzen Pflegebedarf ermitteln können, was nachher da zu tun ist. Andererseits ist es natürlich auch wichtig für uns zu sehen, wo kommen unsere Pflegerinnen hin. Weil wir wollen natürlich nur unsere Pflegerinnen irgendwo hin vermitteln, wo es auch lebenswert ist, also wo man leben kann. Wenn so alles passt, also die Räumlichkeiten, dann besprechen wir alles durch. Der ganze Pflegeaufwand nehmen wir auf, was zu tun ist. Wir besprechen mit der zu betreuen, was sie sich wünscht für eine Pflegeperson. Möchte sie eine Frau, möchte sie einen Mann? Mittlerweile sind auch sehr viele Männer in diesem Beruf tätig. Und dann wird das Ganze also abgesprochen. Dann gibt es bei uns auch gleich ein Kostenangebot, was das Ganze kostet. Wir erklären natürlich auch die ganzen Förderungen, Zuschüsse, wo man überall was bekommen kann. Und dann hat der Kunde natürlich die Möglichkeit, sich für uns zu entscheiden oder nicht. Das steht natürlich immer offen. Sollte er sich für uns entscheiden, was natürlich immer sehr schön ist, dann organisieren wir natürlich die ganze Anreise. Bei der Anreise ist dann immer einer von uns mit dabei. Also wir schicken nicht eine fremde Person oder Pflegerin zu einer fremden Familie, sondern es wird alles mit uns gemeinsam gemacht. Am Tag der Anreise bringen wir die Pflegerin. Es ist immer ein schönes Erlebnis, weil beide Seiten sind immer so richtig aufgeregt. Die Pflegerin weiß nicht, wohin sie kommt. Die Familie weiß nicht, wer kommt. Aber nachher, wenn man auch gemütlich zusammensitzt, entspannt sich die Situation immer ziemlich schnell. Also das ist immer noch richtig lustig und angenehm und fröhlich.
Also das ist ganz, 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 ganz toll. Das gibt mir ein Stichwort. Ich hoffe, es ist für euch auch angenehm, denn wir kommen ganz langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch stundenlang über euren Beruf reden, aber vielleicht noch abschließend. Ihr seid verheiratet. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach, nehme ich an, gemeinsam eine Firma zu führen. Wo holt ihr die Energie? Meine Frau gibt mir wahnsinnig viel Energie. Okay. Und das motiviert mich dann wieder. Wir reden viel miteinander natürlich. Ja. Jeder von uns, wenn er eine Anfrage gemacht hat, sucht dann auch die Pflegerin heraus, weil die kennt die Situation vor Ort. Und somit kann man besser ein passendes Stück dazu finden. Das funktioniert so. Das funktioniert tadellos. Aber es ist jetzt aufgelegt. Jetzt muss die Corinne natürlich sagen, ich hole mir die Energie von meiner Mann. Selbstverständlich. Und die wenige Freizeit, die wir haben, verbringen wir auch gemeinsam. Also wir gehen dann gerne in die Berge oder einfach gemütlich entspannt. Also das genießen wir halt zusammen. Also jetzt hoffe ich ganz einfach, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr Zeit habt, um gemeinsam auf die Berge zu gehen, dass ihr das Leben gemeinsam genießen könnt. Dann jetzt habe ich noch einen persönlichen Wunsch. Ich hoffe, ich treffe euch noch öfter, aber nicht, wenn ich gepflegt werde. Das hoffe ich, dass das noch lange nicht notwendig ist. Für einen Holländer, ein Vorarlberger Bier zum Abschluss. Als Dankeschön, etwas ganz Neues. Ein herzliches Dankeschön fürs Kommen, zum Wohl und wie gesagt, viel Erfolg weiterhin und viel Spaß im Beruf. Ja, liebe Zuseher, das war der Ländetalk hier direkt aus dem Studio mit zwei wirklich sympathischen und interessanten Persönlichkeiten mit einem Thema, das vermutlich irgendwann für jedermann ein Thema wird. Schön, dass Sie mit dabei waren und bitte schalten Sie wieder ein, wenn es nächste Woche heißt Ländetalk.